Grüß euch und hallo zusammen. Jetzt ist es soweit. Wir werden Maise lernen. Aber bevor der Häcksler kommt, müssen wir erstmal die Silos herrichten. Ich habe ja in einem anderen Video gesagt, dass ich die Hälfte in Silo-Ballen pressen lassen will. Da gibt es jetzt eine Planänderung. Und zwar haben wir so viel Gras, dass wir das nie und nimmer hier in das Silo 3 reinbringen. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt richten wir das Silo 2 auch her. Da ist ja noch vom ersten Schnitt hinten drin. Und dann werden wir jetzt heute Abend schon mal mit dem Ladewagen einen Teil von dem Kleinflächen einfahren. Und dann kommt morgen früh der Häcksler. Und dann werden wir da quasi ein Mais oben drauf und da ein Mais unten rein. Dann haben wir da gleich einen schönen Versuch, was besser ist. Ja, und wir müssen jetzt erstmal Silos herrichten. Also alles muss rausgekehrt werden. Mit Wandfolien hingemacht, das Silo aufgedeckt. Ja, wir haben ein bisschen Arbeit. Jetzt klang es gerade oder gerade nicht? Der Hase fühlt sich etwas gestört. Würde mich auch stören, wenn jemand in der Nacht jetzt herkommt und sein Gras klaut. Guten Morgen! Wir haben jetzt gestern noch die Kleinflächen eingefahren, heute früh das letzte. Der Radlader ist da. Dann brauche ich mit meinem kleinen Lader nicht rumwursen. Ja, und jetzt geht's los mit dem Häckseln. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen und da kriegen wir dann noch einen Kipper. Und dann werden wir mal die 2 Hektar Mais weghäckseln. Ach ja, übrigens, Wandfolien. Haben wir wieder von der Firma Böck uns geholt, die 80 Folien. Die haben wir das letzte Mal auch hervorragend hingehauen. Und ich habe jetzt in den Silos bis jetzt keinerlei Schimmelprobleme. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das wieder mit den Böckfolien, durchgehende Wandfolie, dass da garantiert nichts fehlt. Und obendrauf hauen wir wieder die Oasis. Ja, sie ist teurer wie andere Folien, aber die hat echt überzeugt. Gute Ware, schöne Ware, keine Probleme. Und das ist ja das, was im Endeffekt zählt. Weil das teuerste Futter ist das, was man wegschmeißt. Dann ein bisschen Folien hier richten, alles schön unten ein Stückchen rausgehen lassen, damit die aggressiven Silosäfte mir die Legosteine nicht zerfressen. Und dann werden wir das jetzt mal angehen. Jetzt sind wir beim Häcksel. Angehäckselt ist schon. Dann geht's auf. Mais steht schön. Unkraut haben wir natürlich unten drin, das ist klar. Aber, naja, ich könnte jetzt sagen, das futtert auch, aber das ist eigentlich nicht die Zielerhöhung. Zum Silo. Ja,
wisst ja, nur die Vollen zählen. Und voll ist erst, wenn mehr runterfällt, wie rauf geht. Und entsprechend habe ich da Futter beieinander. Der Häckslerfahrer hat festgestellt, das muss jetzt noch rauf. Und dann schaut es halt so aus. Nein, der 8-Tonnen-Ladewagen ist jetzt nicht überladen. Wir fahren jetzt mal ganz gemütlich heim. Ja. Ich habe gewusst, dass es irgendwann so kommt. Da sagt man, mach voll nicht so voll, weil mein Aufbau, bumm, zack, ist das Ding voll. Aber passt schon, wir bringen es schon heim. Der Mais ist noch mal eine ganze Ecke trockener geworden. Das ist echt bitter zu sehen. Da fahren wir einen Ladewagen her, der voller nicht mehr geht, und der fährt einmal mit der Gabel rein. und das Ding ist verteilt. Als Radladerfahrer hast du echt nicht so viel Arbeit. Da macht eine schöne Schicht rein. Die Qualität vom Mais schaut auch gut aus. Also wir haben da auch viel Kernel drin. Es könnte fast noch mal einen Tacken trockener sein, aber wir haben einfach nicht mehr warten können. Hat einfach sein müssen. Und da schaut es auch ganz gut aus. Kriegen wir eine schöne Schicht drauf. Aber ich sag's euch, die zwei Silos werden grandel voll, weil das nämlich noch ein Haufen Gras ist zum Einsilieren. Wettermäßig haben wir auch alles richtig gemacht. Heute bedeckt. Hochneblig, und gestern haben wir noch mal den perfekten Tag erwischt. Schön sonnig, wunderbar. Hat sich schon rentiert, dass wir am Feiertag gemäht haben und das Risiko eingegangen sind, dass es vielleicht noch drauf regnet. Aber es hat nichts getan. Waren wir mutig, hat sich ausgezahlt.
Fertig sind wir mit dem Mais. Der Mais ist schon mal im Silo. Jetzt geht nur der andere Häcksler ab und dann packen wir das Gras auch noch. Schaut doch gut aus. Schon mal ein schöner Grundstock, aber ich weiß noch nicht, ob wir das Gras da drauf bringen. Jetzt haben wir mal was ganz was anderes. Meine Pferde oder die Pferde meiner Frau, die haben da ja so eine Kratzmatte, so eine Gummimatte und die haben sie halt komplett schon niedergemacht. Ja, und nachdem wir ja gute Connections zur Firma Böck haben, haben wir uns hier von Carpfarm eine Matte mitgenommen. Bisschen was Gröberes, eigentlich für die Kier, aber jetzt schauen wir mal, was die Pferde dazu sagen. Die bringen es auf jeden Fall so schnell nicht mehr kaputt. Stabiles Gerät. Bauen wir jetzt einmal hier und dann probieren wir die Sache aus. Solide Geschichte. Machen wir gleich mal ausprobieren. Ja, ich glaube, die kratzt. Film mal. Ja, ich glaube, die kratzt. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es mir da mal hoch. Und für euch. Bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt stell dich nochmal so hin, das kratzt.